Ja Leute, servus auf dem Vidas Channel. Ja, heute mal wieder auf der Daytona, oder besser gesagt, wir sind ja nicht mehr so oft auf der Daytona in letzter Zeit. Allerdings haben wir es jetzt mal wieder geschafft und heute möchte ich euch mal meine Meinung zum Dunlop Sport Smart 2 Max geben. Wichtig ist das Max, das ist nämlich die neue Version davon. Ich habe den Reifen von Dunlop Motorrad zur Verfügung gestellt bekommen. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, wie sich der Reifen verhält auf der Triumph Daytona 675, würde ich sagen, beamen wir uns jetzt gleich mal wohin und dann schauen wir uns den Reifen an. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die Reifen an. Fangen wir mal mit dem Vorderreifen an. Genau, das ist der Vorderreifen. Also wirklich, wenn man sich den Vorderreifen jetzt anschaut, der hat 3000 Kilometer drauf. Ich kann das selber gerade, ich dachte immer, es wären viel weniger. Also ich kann es selber gerade noch nicht glauben, dass der 3000 Kilometer drauf hat. Abfahrbild, ich bin ungefähr bis hier gekommen, also da ist noch gut Luft. Und hier auch, also das sind locker noch 1,5 cm oder so. Profilmäßig finde ich den Reifen wirklich sehr, sehr gelungen. Schaut wirklich gut aus. Was die Eigenheit bei dem Reifen ist, normal, wenn man drauf schaut, sollte man da immer vom Profil so ein A erkennen beim Vorderreifen. Das ist halt bei dem quasi verkehrt, der hat quasi eine verkehrte Laufrichtung. So, Ablaufbild ist wirklich einwandfrei, also es ist sehr gleichmäßig, da kann man jetzt wirklich noch nichts sagen. Das schaut wirklich top aus. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch den Hinterreifen an. Wie gesagt, Profil gefällt mir sehr, sehr gut. Und man muss wirklich sagen, also wenn man sich das Profil hier anschaut, das sind 3000 Kilometer und das schaut wirklich noch gut aus. Ja, Ablaufbild gibt es auch hier überhaupt nichts Wildes. Das schaut alles super gut aus. Mehr gibt es von mir aus nicht zu sagen. Und wenn man sich das anschaut, auch wunderschön gleichmäßig abgefahren bis jetzt. So, jetzt habt ihr gesehen, wie der Reifen ausschaut. Ich habe den Reifen jetzt schon ein paar mehr Kilometer drauf. Und ich muss wirklich sagen, ich habe lange gebraucht, da ich die Triumph jetzt nicht so lange habe und davor ja nur einen Satz Reifen drauf gehabt habe und der Vorgängerreifen war der Conti Sport Attack 3, der da drauf war auf dem Motorrad. Und ich musste erstmal rausfinden, was kommt vom Reifen und was kommt wirklich vom Motorrad. Drum hat das Video jetzt ein bisschen gedauert und ich muss auch sagen, dass ich lange nicht wusste, was ich über den Reifen wirklich erzählen soll. Das werde ich auch gleich erklären, warum. Jetzt kommen wir erstmal kurz zum Luftdruck. Ich habe angefangen mit der Angabe von Dunlop. Das glaube ich waren 2,5 und 2,9 hinten. Und ich bin jetzt aber wieder runtergegangen auf 2,4 vorne und 2,7 hinten. Das ist quasi die Dunlop, Triumph-Werksangabe. Und da habe ich mich jetzt wieder hinbewegt. Das finde ich stets dem Reifen irgendwie besser. Ja, ich muss sagen, ich habe mir da wirklich schwer getan, weil der Reifen so ziemlich neutral fährt und es eigentlich jetzt keine großartigen Auffälligkeiten oder Eigenheiten bei dem Reifen gibt, wo ich jetzt sagen könnte, da könnte ich was drüber erzählen. Allerdings sind mir jetzt über die paar tausend Kilometer doch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Probiert den Reifen aus. Es ist jetzt kein radikal ultra krasser Sportreifen, ja wie der Sport Smart TT, sondern wirklich eine Klasse drunter. Aber ich muss sagen, der Grip reicht vollkommen aus. Also ich hatte auf der Daytona hier nicht einen Moment, wo jemals irgendwie Gripverlust da gewesen wäre oder wo ich gesagt hätte, so, jetzt kommt der Reifen an seine Grenzen. Und was ich wirklich wahnsinnig erstaunlich finde, das ist die Laufleistung. Also es ist wirklich erstaunlich, wie dieser Reifen noch ausschaut. Also da bin ich wirklich begeistert, weil der Reifen hat jetzt, glaube ich, schon 3000 Kilometer drauf, das ist echt viel. Also so lang hat der Conti auf gar keinen Fall gehalten. Der war zu der Zeit schon fast durch. Also wirklich genial. Laufleistung ist absolut top und der schaut immer noch sau gut aus. Also was mir auch am Anfang aufgefallen ist, ist, dass der Dunlop ein bisschen weniger Eigendämpfung hat wie der Sport Attack 3. Das fällt einem relativ schnell auf. Was ich jetzt aber nicht sonderlich schlimm fand, und ich habe jetzt auch nichts am Fahrwerk verstellt, weil
Das hat mich jetzt nicht unbedingt gestört. Was aber sofort auffällt, ist, dass der Dunlop ist jetzt kein, wie soll ich sagen, kein Überhandling-Wunder. Also der lenkt wahnsinnig neutral ein und ja, ist jetzt nicht besonders hibbelig am Vorderrad oder so, sondern sehr, sehr, sehr sanft und ja, harmonisch. Aber es ist wirklich, wie gesagt, kein Überhandling-Wunder. Er macht jetzt das Motorrad nicht irgendwie störrisch oder so, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so wie der Bridgestone S21, der das Motorrad oder der Motorrad noch mehr Agilität verleiht. Das ist jetzt da nicht so, dass er über die Laufleistung jetzt auch nicht irgendwie störrisch geworden ist, weil das zum Beispiel hatte der Conti extrem, dass er zum Schluss hin am Vorderrad, finde ich, extrem störrisch geworden ist. Das ist hier überhaupt noch nicht der Fall. Ja, das Einzige, was mir jetzt wirklich aufgefallen ist, ist, dass ich an meiner Hausstrecke, da haben wir einen relativ, also einen ganz neuen Teer, und das ist, glaube ich, so eine Art Flüsterteer. Der ist von der, soll ich sagen, von der Beschaffenheit relativ glatt. Ist auch recht dunkel und relativ glatt. Und was mir da auffällt, dass mir irgendwann, wenn ich ins Hangoff gehe und wirklich zügigst unterwegs bin, dann fängt das Motorrad an, vorne, also hinten zu leicht zu pumpen und sogar am Vorderrad, dass es so ein bisschen zum, ich weiß auch nicht, zum Tänzeln anfängt. Also ich kann das mal hier so vormachen, da macht es so ein bisschen so jetzt im übertriebenen Sinne. Aber du spürst einfach, dass das Vorderrad wahnsinnig zum Arbeiten beginnt. Und das gefällt mir dann immer nicht so gut. Allerdings hatte ich dieses Problem dann zum Beispiel im Kesselberg oder so oder an anderen geilen oder an anderen kurvigen Strecken gar nicht. Also das hat mich dann wieder verwundert. Da war das einwandfrei und da gab es wirklich gar nichts zum Aussetzen. Also gerade am Kesselberg oder so wirklich 1A. Ja, Aufwärmphase, also der Reifen mag schon ein bisschen warm gefahren werden. Also der ist so gleich los und Vollgas, das mag er so gar nicht. Also er braucht so seine paar Kilometer und dann lässt er sich wirklich ziemlich gut fahren. Ja, dann würde ich noch sagen, kommen wir dazu, wie sich der Reifen im Regen verhält. Also wie gesagt, ich persönlich fahre mega ungern im Regen und auch eigentlich relativ selten. Also ich hasse das wie die Seuche. Allerdings hat es mich leider auch schon mit dem Reifen richtig, richtig, richtig krass eingeregnet. Und ich muss sagen, ich war wirklich erstaunt, wie viel Grip der Reifen im Regen hat oder wie gut sich der Reifen im Regen verhält. Also ich bin auch mit dem Sportsmart TT schon in den Regen gekommen und da, wo das Limit vom Reifen war, war auch genau mein Limit. Und der hier wird sogar noch ein bisschen mehr packen im Regen, aber schneller würde ich auch gar nicht fahren. Von daher finde ich dieses Regenthema immer irgendwie, ich weiß auch nicht, so ein leidiges Thema, weil so viel wie der Reifen kann, würde ich mich gar nicht trauen im Regen. Soll halt sicher, finde ich, für mich durch den Regen kommen. Das tust du auf jeden Fall mit diesem Reifen. Zum Beispiel beim Conti Attack SM auf der KTM, da war das wirklich bei mir, für mich so wirklicher Kritikpunkt, weil der so schlechte Regenhaftung hatte auf der KTM, dass du beim Abbiegen wirklich, wenn du den zweiten Gang geschalten hast und das Gas nur angeschaut hast, ist der schon ins Heck gekommen. Und wenn es so gar ist, dann habe ich da echt ein Problem mit. Ich finde, der Dunlop ist ein wirklich tolles Mittelmaß. Es ist jetzt nicht der ultrasportlichste Reifen in der Klasse. Hat aber, finde ich, mehr als ausreichend Grip. Also auf der Straße, glaube ich, mehr brauchst du eigentlich nicht. Und was ich halt so gut finde an dem Reifen ist, dass er halt wahnsinnig viel Laufleistung bietet für die Klasse. Also ich glaube, das ist wirklich der Reifen in der Sportreifenklasse, der am längsten hält. Also ich bin so erstaunt, wie lang dieser Reifen hält auf der Daytona hier. Ist halt wirklich ein runder Reifen, der jetzt nichts wirklich übermäßig gut kann, aber auch nichts schlecht macht, auf gar keinen Fall. Und was halt wirklich, wo er, finde ich, punktet, ist die Neutralität und Laufleistung. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen zum Dunlop Sport Smart 2 Max habt, dann schreibt es in die Kommentare, lasst den großen blauen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Servus, auf Wiedersehen.